Guten Morgen. Heute das dritte Video und der dritte Tag auch, gell? Ja. Und heute ist also Dienstag. Das heißt noch eins, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Drei Tage bis zur Waage und ihr seht, ich bin auf dem richtigen Weg. 110,4. Noch nichts gegessen, nichts getrunken, gerade aus dem Bett gefallen. Und 1,4 Kilo sind natürlich kein Problem. Ist jetzt schon meiner Meinung nach, ich muss jetzt Rücksprache halten mit dem Coach, so hart an der Grenze, dass man vielleicht sogar ein bisschen Tempo rausnehmen kann. Also vielleicht heute nochmal 50 Gramm Reis mehr oder so. Aber da müssen wir uns dann noch absprechen. Ne? Auf jeden Fall gibt es jetzt mal Frühstück für mich ein bisschen. Hast du eigentlich schon die sozialen Medien geprüft? Geprüft, ja. Ich habe so ein bisschen eben schon rumgeguckt. Wieso? Die Leute sind schon, haben Panik, weil du bist nicht auf der Liste. Und Fabian, ach so, ja. Fabian ja. Zum Beispiel macht Mainz Physik. Das habe ich gesehen, ja. Sommerfeld auch. Ja, also dann bin ich ja beruhigt, dass nicht nur bei mir so ein Chaos herrscht. Ich habe gestern noch geschaut, am 4. habe ich meine ganzen Sachen rübergeschickt zur IFBB. Und gestern, als wir beim Training waren, hat die mir nochmal geschrieben, sie bräuchte meine Application. Gott sei Dank, bevor ich gefahren bin, ich habe das vom anderen Rechner gemacht, habe ich mir alles nochmal selber als E-Mail geschickt. Sonst hätte ich es jetzt nicht gehabt und habe das gestern nochmal weitergeleitet. Ich hoffe, da meldet sich jetzt einer. Ja, ärgerlich. Ne? Aber es ist eigentlich alles erledigt. Also ich habe meinen Kram bezahlt, meine Fee bezahlt und den Bogen ausgefüllt und ich habe jetzt noch keine Verträge für den Wettkampf. Ist jetzt natürlich auch gut, dass wir hier zum Veranstalter jetzt schon direkten Draht haben, beziehungsweise zum Präsidenten hier. Dann kann er das vielleicht auf einem anderen Dienstweg noch regeln. Und er hat ja auch schon diese Karte für mich angefertigt als Competitor, also sollte das noch klappen. Gut? Ja. Widerlich werden jetzt einige sagen. Kommt langsam, ne? Ja. Schön eklig, das ist auch böse. Richtig gut. Jetzt kommt mal hier die. Zittern durch den Wackel noch alles. Geil. Next one. Waage. Ja. Stunde der Wahrheit. Stunde der Wahrheit. Und mir geht es ja um nichts auf der Waage, außer um die Zahl zu wissen, wie schnell sie auch nach unten geht oder wie, ob sie stehen bleibt oder wie auch immer. Und nochmal 10 Gramm leichter geworden. Voll. Das heißt? Ja, also 107,3. Im ersten Moment könnte man ein bisschen traurig sein an meiner Stelle, weil ich hatte mit der härtesten Form in LA 106,5 oder sowas. Und die ganze Zeit hat sich das so rauskristallisiert, dass ich wirklich einiges schwerer geworden bin. Müsst ihr überlegen, 1,5 Jahre fast. Und dass ich einiges schwerer geworden bin. Ich hatte schon mit 113 eigentlich eine richtig, was heißt richtig gute Form, keine Bühnenform, aber richtig gut in Form und alles. Wo ich gedacht habe, oh geil, 113 schon so eine Form. Vielleicht noch 3 Kilo weg, 110 wäre schon geil. Jetzt am Ende fällt es dann doch rapide. Ich habe den gestern und vorgestern die ersten Tage gemacht mit noch weniger Kohlenhydraten. Und dann geht bei mir halt immer schnell das Wasser und alles raus. Und dann, weil ich so ein Wassersack bin, dann sieht man erst die richtige Schärfe. Und dann sieht man auch wirklich erst, hängt da noch Fett oder hängt da noch Fett. Wie auch immer, letztendlich können wir aufs Gewicht scheißen, weil was bringt dir das schwerste Gewicht, wenn du nicht in Form bist? Wichtig ist es, in Form zu kommen, messerscharf zu sein, gestreift zu sein und das... Ich denke mal, da bin ich auf einem guten Wege. Vor allem erfahrt ihr hier ja auch mal das echte Gewicht. Ne? Mhm. Nicht das, was immer alle posaunen. Ja. 155 Kilo. Ja, das ist ja immer mit diesen Zahlen, das ist immer, auch wenn ich Seminare gebe, ob das jetzt Kalorien sind, wie viel ist in der Aufbauphase, 4000 Kalorien, so wenig, ich esse 6, 7, 8000, wo ich genau, ja, esse mal sauber 8000 Kalorien. Ja, einmal. Einmal, genau. Und mit dem Körpergewicht genauso, ach, ich bin jetzt 10 Kilo schwerer, das sind immer so Zahlen, die werden halt in den Raum geworfen. Oder was weiß ich, Kniebeugen, Bankdrücken, das ist immer schnell so dahin geworfen. Aber eben in der Praxis und in den Reality und ohne Flunkern sieht es dann meistens doch anders aus.
Komm, ich spann da auch noch mal einmal durch. Den Unterhosen haben wir nichts abgesprochen. Na, teilt euch die. Gluteus, ja. Also ich finde jetzt der ganze Look zu gestern schon, also von der Härte hat sich mega was getan. Du siehst halt jetzt so ein bisschen Volumen ist raus. Ja. Aber ja, die Beine werden jetzt richtig scharf, also kantig gerade. So, weißt du, die sieht ganz anders aus. Du kriegst eigentlich auch geiles Licht, aber. Ja. Warte mal. Nee, aber das ist schon so, wenn alles frei wird. Noch ein bisschen was raus. Sieht gut so da von dem Arm. Das heißt, du hast es früher stärker gemacht. Da hast du immer so dazu geneigt, so die Schultern hochzuziehen und die Schultern runter. Dann kommt der Latt mehr und dann die Ellbogen so einen ganz kleinen Tick hoch. Dreht mal ein bisschen so. Da haben wir das. Alter, das ist gut. Das ist richtig böse. Vor allem, ich weiß ja, wie man den Listen vertrauen kann. Für mich wäre die Liste gut, wie sie jetzt ist, weil der Rudi Winkler nicht draufsteht. Ja. Das ist aber auch so ein Kandidat mit seinen Leuten, der das vielleicht nicht so auch ein bisschen Ja. Schludern lässt und dann. Den wahrscheinlich aber auch keiner dann wegschickt, wenn er noch kommt. Unwahrscheinlich, ja. Unwahrscheinlich. Nächster Programmpunkt, ja, das ist was sehr, sehr außergewöhnlich. Wie erklärt man das, Matze? Gute Frage. Wir gehen trainieren. Hm? Wie? Pumpen! Was Bodybuilder so machen? Formchecks, Hühnchen essen. Ah, ne, wir haben Ei gegessen. Ne, du hast schon Hühnchen gegessen, oder? Ne, Ei. Auch Ei. Und jetzt gehen wir pumpen. Im Mr. Big Evolution Gym. Korrekt. Ich muss mir rumkaspern, habe ich in den Kommentaren gelesen. Rumkaspern? Ja, ich bin nicht lustig genug oder ich gehe nicht genug aus mir raus. Das ist der geilste Kommentar, muss ich sagen. Da weiß man auch nicht, okay, hier kann man eigentlich abhaken, vielleicht auch mit hier Troll, aber da hat auch jemand geschrieben, also ihr würdet euch nur kennen oder das nur machen, weil der Sponsor euch quasi dazu, ihr müsst das machen. Er sagt, und ihr hättet euch im Leben wahrscheinlich nie, hättet euch nie live begegnet, wenn ihr jetzt nicht bei ESN unter Vertrag wärt. Dann kennen wir uns jetzt 13 Jahre, gell? Ja, habe ich auch mal drunter geschrieben. Die Leute sollten sich vielleicht, wenn man sowas schreibt, ein bisschen mehr mit der Historie von euch beiden und. Ja, ich meine, natürlich, wir werden uns wahrscheinlich nie über den Weg gelaufen ohne Bodybuilding. Das stimmt schon. Aber mit dem Sponsor hat das ja nichts zu tun. Aber das ist ja dann, ja, da werden ja gerne Zusammenhänge hergestellt, wie damals, wo ich die Dennis James gewonnen habe und dann hieß es auch, ja, das ist ja ESN und so. Da war ESN noch gar kein Sponsor. Ja. Naja. War ich darauf schon bei ESN? Ich muss dazu sagen, für mich ist eine. Nee, da war ich noch nicht mal bei ESN. Also, naja. Für mich ist eine große Ehre, weil als ich den David kennengelernt habe, ist er, glaube ich, das erste Mal deutscher Meister geworden bei den Männern 2008. Und das war mein allererster Wettkampf. Also, wir sind auch, uns trennen ziemlich genau 10 Jahre. Und wie gesagt, ich bin deutscher Jugendmeister geworden, er ist deutscher Meister bei den Männern geworden. Wir kommen auch so beide aus dem gleichen Stall. Genau, schöne Grüße an Detlef. Grüße an Detlef, der kann sich noch an mich erinnern. Detlef, unser. Ein sehr nettes Lob, darf man das veröffentlichen? Ja, klar. Was er gesagt hat. Also, Detlef hat uns gestern Abend geschrieben, dass er sehr stolz ist, dass er den Livestream schon gebucht hat und beim Barbecue-Grillen uns anschauen wird und dass er sich riesig freut, dass seine zwei besten Schützlinge. Ich hoffe, die anderen hören es jetzt nicht mehr, die bei ihm waren, quasi zusammen jetzt die Peak Week bestreiten, zusammen mit dem besten Bodybuilding-Berichterstatter. Kann ich nur so bestätigen. Und für mich ist, wie gesagt, eine große Ehre, das wollte ich eben noch schnell sagen, weil uns eben so viele Parallelen haben. 10 Jahre trennen uns, deutscher Jugendmeister, er ist deutscher Männermeister geworden. Ich war so ein kleiner Bub, 16 Jahre alt und der David kam mal zum Formcheck in so einen tiefen Keller, wo man schon so ein bisschen Kopf einziehen musste und hat da gepostet,
Das war für mich so beeindruckend. Und heute jetzt mit ihm einen Profi-Wettkampf hier im Ausland zu bestreiten. Und wir harmonieren auch sehr gut. Wir haben so ein bisschen auch andere Gespräche außer Bodybuilding. Und das macht mir richtig Spaß und da bin ich richtig stolz drauf, muss ich sagen. Ja, ja. Jetzt geht's ins Training. Vorher nochmal Pipi machen. Es läuft wie durch einen Durchlauferhitzer. Ja, wenn man keine Salz, wenig Salz isst und wenig Kohlenhydrate und man muss auch viel trinken, dann läuft das halt einfach so durch. Man kann das eben. Das soll ja, muss da raus. Kaum einhalten. Ja, das ist wirklich so. Also musst du wirklich an jeder Ecke da musst du Pipi machen. Siehst du, hätte ich jetzt gestern das Foto gemacht, könnte ich das jetzt schön hier einblenden. Ja, aber das muss ja nicht sein. Aber als ich früher im Bergbau gearbeitet habe, war das ein Vorteil, weil dann konnte ich einfach an jeder Ecke anhalten, wo dunkel war, Licht aus und konnte einfach laufen lassen. Aber da gibt es schon ganz schöne Fun Facts, glaube ich, von Bodybuildern, wenn wir das jetzt mal hier, vielleicht gucken Bodybuilder zu, schreibt mal in die Kommentare eure Fun Facts, eure Pipi Fun Facts in der Peak Week. Ich schwöre es euch, da gibt es die lustigsten Dinge. Ich war schon mal im Stadtverkehr, um eine ganz kurze Anekdote zu sagen, Stau, Stadtverkehr, wie das so ist, musste dringend pullern. Nirgendwo war was, wo ich anhalten konnte, wie gesagt, Stau. Und dann bin ich einfach mit dem Auto auf die S-Bahn-Gleisen gefahren, Tür aufgemacht, mich so in die Tür gehockt und hab's da auf die S-Bahn-Schienen laufen lassen. Was willst du machen? Ich kann sie halt hochziehen und ausspucken oder so. Ja. Ja, aber man muss ja nicht unbedingt auf die Schienen fahren. Ja, was soll ich machen? Ich kann ja mitten im Stau stehen bleiben, kann auf die Straße pinkeln. Da muss man sich irgendwas einfallen lassen. Hast du auch deine Geschichte auf Lager? Also in einer Notsituation fällt mir jetzt spontan keine ein. Aber es ist halt teilweise schon extrem. Also ich habe schon, diesmal ging's, aber ich habe schon Diäten gehabt. Da hat es dann am Ende echt genervt einfach, weil du kaum noch schlafen kannst, weil du halt nachts 4-5 Mal raus musst zum Pinkeln und so. Und das hat auch irgendwie damit zu tun, wie dick die Haut halt ist, ne? Weil unter der Haut kannst du halt so Wasser puffern. Und also da habe ich auch noch Salz gegessen und alles, aber halt ein bisschen weniger Kohlenhydrate. Und dann ist es, wie Tim sagt, ne? Dann läuft das nur so durch. Und weil du halt auch manchmal, oder je nachdem, wie die Diät läuft, hast du halt dauernd Hunger. Und so als Ersatzbefriedigung trinkst du dann dauernd. Ja, und dann wird es manchmal echt, also das wird dann echt, das war zeitweise richtig unangenehm halt, dass man dauernd aufs Klo muss. Ja, das nervt dann. Dann mache ich ja noch Sicherheitszuschlag. Safety first. Machen Sie da auch mal? Auf den letzten Drücker den Vertrag unterschreiben. Beziehungsweise zurückschicken jetzt. Dass ich hier überhaupt teilnehmen darf. Also sollten wir jetzt dann halbwegs safe sein? Ja, safe sind wir erst, wenn ich auf der Liste stehe. Weil, also ich hatte die E-Mail, die angeblich nicht da war, am 4. geschickt, ne? Mit meinem, mit der, wie heißt es, Application, Membership Application für die IFBB und hat auch schon längst bezahlt und ja, irgendwas ist da verrutscht bei denen, aber das sollte jetzt hier der letzte Schritt sein und dann müsste ich safe sein, aber wie gesagt, wir warten, bis ich auf der Liste stehe. Ne? Smile. Look at it. Where is the smile? Where are you going to run and die?
Sieht deine Auto exempt? Tell me again for our video, since when you are competing? Since when? Yes, when did you start competing? When? I'm start competing in 91, I think. 91. Do you remember the first show? Smartly, but I remember. I'm take sixth place in a junior category, It's in Lithuania Championships, of course. And the total is? Over 200 amateur shows and 36 pro shows, I think 36 or 37, it's about that, pro shows, Almost 10 years in pro and 21 year about that in an amateur show, So. That's a long time. Tim is long, 31 years old. Yeah. So he's competing for 31 years old. And I'm only 23. So he like competes even more than him. So we'll see. So he's with pros, and day before with amateurs. So hope so we'll get the pro card and join the big league. You're competing in super heavyweight, right? Yeah, super heavy. Yeah. So my weight now is 122 kilos. Now for 3 days we're not eating carbs, like only 50 grams. So like now deloading, and tomorrow we're gonna start carbing up. So now we're feeling super like flat. So we'll see how it goes. So my height is 6 foot. So in centimeters it's like 185, I guess. So we'll see. Good luck. Thanks, appreciate it. Ich habe schon mal gesagt, equipmentmäßig ist hier alles, was man braucht. Luft ist gut, Stimmung ist gut. Ne? Ist ein bisschen was los, aber es ist jetzt nicht so, dass man sich kaum noch bewegen könnte. Alles super. Das war ganz schön schwer. Ja, aber ich komme an der Grenze, weißt du? Ja. So schwer, habe ich gerade gemacht. Thank you.
Nachbar. Hallo. Oh, die ist geleert worden, das ist gut. Und schon weit nach dem Training, also wir haben mittlerweile schon gegen Abend und der David hat die Tage was unsere Thai-Massage gesucht, hat so ein bisschen rumgesucht und hat dann was gefunden. Ich glaube, den Strand habe ich da gesucht. Schöne Orte in Boca de Inferno hieß das Ding. Do, oder? Do Inferno, ja. Sieht bestimmt geil aus jetzt, oder? Mit der Sonne in meiner Brille, oder? Ja. Sieht geil aus? Ja. Also, genau, das ist eine Sehens, nee, wie hieß das? Natursehenswürdigkeit oder sowas stand da. Kommt einfach mit und wir zeigen. Hat uns gut gefallen. Ja, wir haben es auch noch nicht gesehen. Könnt ihr mit uns jetzt entdecken. Ich hoffe, das wird dann auch, oder da freuen sich dann auch die oder der Zuschauer drüber, der geschrieben hat, oh, nicht schon wieder nur Training, macht mal einen Vlog. Ja? Einer geschrieben, habe ich gelesen, ja. Ja, andere sagen, die Videos sind zu kurz, zu lang, zu wenig Training, wir wollen mehr über Ernährung, mehr über Bodybuilding. Ich denke, es ist doch für jeden was dabei am Ende. Aber es stimmt natürlich, also für mich persönlich, wenn es dem ähnlich gehen, ist das Bodybuilding-Thema ja, naja, nichts Neues, ne? Also mich interessiert das auch, wie es hier aussieht. Ich habe jetzt ein paar Mal gesagt, ich sag's nochmal, also hier so Portugal und die Ecke hier gefällt mir richtig gut. Hier abends ein Fahrrad fährst du so. Ja. Schön. Visuell beeindruckend. Ja. Hab ich immer auch eine Geschichte, Entstehungsgeschichte, aber. Ja, wahrscheinlich 7 Milliarden Jahre irgendwelche Wellen dagegen geklatscht. Also hier ist ein so natürlicher Felsen, der ist so unterspült von Wasser. Ne? Das hat schon eine Weile gedauert. Ja, mir gefällt es auch sehr, sehr gut. Ich mag sowieso so Naturwunder, Naturgeschaffenheiten. Ich gehe auch gern wandern in Bergen und sowas, in so einer Klamm oder irgendwie sowas. Das finde ich immer mega beeindruckend. Was für mich gar nichts ist, ist so Urlaub in so Großstädten. Also ich gucke mir das mal an. Ich war zum Beispiel mal in San Francisco, wo sie alle sagen, boah, die Stadt, da musst du hin. Ehrlich gesagt, da gab es so 3-4 Sehenswürdigkeiten, die ich mir so anschauen wollte. Ich sag mal so Alcatraz und Cable Car oder was weiß ich. Und das war es auch schon. Da wollte ich nichts wie weg da. Also ich bin eher so der Naturbub. Sowas ist schön. Thank you.
Das war's für heute. Frühstück, trainieren. Was haben wir dran gemacht? Schon vergessen. Essen. Essen. Dann waren wir eben noch da. Am Strand war ich heute Mittag noch, genau. Dann Videos gemacht, ne? Wollen wir nicht vergessen. Zwischendurch noch was gearbeitet. Dann eben noch Naturschauspiel. Jetzt wieder Vorräte aufgestockt. Mit dem üblichen. Hühnchen. Ei, Gemüse. Was tue ich in meiner Tasche? Und jetzt geht's nach Hause. Ne? Korrekt. Das war's mit dem heutigen Video. Video Nummer 3. Right? Ja. Genau. Mit euren beiden Videos. Naja, genau. Gibt nämlich 2 extra Videos. Falls ihr noch nicht gesehen habt, schaut bei Tim und bei mir mal auf dem Kanal vorbei. Da haben wir gegenseitig unsere Form bewertet. Könnt ihr auch gerne natürlich teilen, liken, abonnieren und supporten ohne Ende. Zum Support wisst ihr ja Bescheid. 20% auf fast alles von ESN bei esn.com allerdings. Und bitte benutzt dann unsere Codes. Hoff bzw. Beef. Ne? Hoff bin ich. Beef ist der Budesheim. Und dann könnt ihr demonstrieren, dass ihr diesen Content genießt und mehr davon sehen wollt. Und auch in Zukunft ESN uns die Flugtickets bezahlt und in Matze, ne? Kameras, Mikrofone, Mietwagen, goldene Uhren, was er so braucht zum Leben halt. Ja? Also danke für euren Support. Bis zum nächsten Video. Tschüss, guten Pump.